Ja, da wären wir wieder zu einem neuen Stream. Und ja, um nochmal den Hinweis zu geben, schaut gerne in der Beschreibung vorbei für die Videos. Also hier gibt es ja nur Livestreams, aber dort gibt es eben auch YouTube-Videos, richtige. Und ja, da ist entsprechend alles vorbereitet, geschnitten und komprimiert zusammengefasst, im Gegensatz zu hier. Genau. Das ist ja alles nur unkomprimiert und ungefiltert vor allem. Deswegen gerne vorbeischauen. Genau, ich bin ja gerade noch ein bisschen abgelenkt, aber das gibt sich schon gleich. Ja, ich dachte mir, ich muss auf jeden Fall mal wieder vorstellig werden mit einem neuen Livestream von TinyCR vor allem. Das kommt mir in letzter Zeit zu selten, dafür, dass es eigentlich das Hauptprojekt ist. Und ich habe jetzt auch wieder jemanden hinzugefügt zur Whitelist. Ich kann noch mal gucken, wer ist überhaupt alles drauf. Ich glaube, das war länger jetzt unverändert, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Und naja, da geht's jetzt mal wieder los. Entewolf ist neu, da ist wieder in der Gruppe von, ich habe den Namen vergessen, Graf Simon. Genau. Und ja, mal sehen, was die da so machen. Ich bin gespannt, ob die großartig was bauen oder eher ja wieder nichts draus wird. Keine Ahnung. Ich kann ja mal hier. Wen hatte ich denn als letztes hinzugefügt zur Whitelist? Also ist ja schon eine Weile her. Nur wer war das? Das ist die Frage. Ich glaube, ich gehe mal schlafen kurz, damit ich hier nicht angegriffen werde von irgendwelchen Phantomen. Das müsste doch eins gewesen sein, oder? Ja. Also, dann hoffe ich mal, dass jetzt mal die Inventare so ein bisschen vorstellig werden, wenn ich Inf-C mache. Inf-C von Axomania zum Beispiel. Ich guck mal bei Discord. Da sehe ich ja, glaube ich, im Chat, wer zuletzt hinzugefügt wurde. Auhotsch. Ah ja, im April. Luan X. Ja, stimmt. Bei Luan weiß ich gar nicht. Okay. Was war denn hier los? Es gab da noch einen. War er das? Nee. Ich gucke gerade nur ein bisschen rum. Wer ist das nochmal gewesen? Ach, im Visier. Okay. Dann Dubi. Alles klar, aber ich dachte hier, der andere Typ hat mir auch immer geschrieben. Da muss ich auch noch mal gucken. Mir fällt übrigens der Name die ganze Zeit nicht ein, wenn ich meine oder sage, der andere Typ. Januyan, genau. Jetzt hab ich's endlich mal. So, naja, ich bin gerade noch in einem Chat hier vorstellig. Deswegen kann ich nicht in Minecraft wechseln, aber gleich. Okay, ich will heute auch nicht so lange hier vorstellig bleiben, sondern, keine Ahnung, in 15 Minuten bin ich dann auch schon wieder weg oder 17, 18 Minuten. Alter, man merkt sowieso, es leckt übel. Ich verstehe nicht warum. Was soll denn das? Habe ich hier noch 20 Sachen offen oder woran liegt's? Heute früh konnte ich immerhin auch richtig aufnehmen. Ah, warte mal. Nee, doch, das habe ich hochgestellt, die Leistung. Hä? Alter, ich hab keinen Bock, dass OBS jetzt wieder so schlechte Dateien macht und weißt du, wo alles leckt.
Ich habe nämlich ständig schon wieder angezeigt, dass die Codierung überlastet ist. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist durchgehend gerade. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Und jetzt schreibt er erst bei Discord, dass ich live bin. Das macht mir auch schon wieder Sorgen nach 5 Minuten. Alter, ich glaube, es ist Standbild, wirklich. Es ist wahrscheinlich die ganze Zeit Standbild. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo. Hört das mal auf. Ey, yo. Ich kann überhaupt nichts machen. Ja, im Stream ist Standbild. Nee, obwohl es ganz wenig FPS, aber ganz, ganz wenig. Alter, ey, ist das ekelhaft. Das gibt's doch nicht. Alter, das Spiel fängt sich kaum noch. Was ist denn das? Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist doch sonst nicht. Ist das ekelhaft, hä? Junge. Warum ist denn das so? Was läuft denn hier noch im Hintergrund? Also das habe ich sonst nicht, ganz ehrlich. Ihr habt's ja gemerkt, in Holzklotz, da lief doch alles normal letztens. In einem anderen Stream. Ey, was ist denn das? Es fängt sich nicht. Es macht, es wird immer schlimmer oder bleibt genauso dumm. Ey, Mann. Wie wenig FPS, Junge. Ah, warte mal, das können wir eigentlich noch gar nicht gebrauchen. So, boah, das geht gar nicht. Ich muss ja irgendwas machen, Alter, das geht überhaupt nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Okay. Geht's jetzt? Hä? Als ob. Okay, nee, immer noch nicht wirklich. Aber naja, gut. Nur wenn ich einen Chunk wechsle. Aber es scheint jetzt besser zu klappen. Obwohl immer noch nicht wirklich. Naja, doch. Jetzt steht zumindest nicht mehr die ganze Zeit da, dass die Codierung überlastet ist. Ich habe jetzt hier nur noch was geschlossen. Wo ich aber eigentlich dachte, naja, das wirkt sich jetzt eh nicht so aus. Ja, mal sehen, wie sich's entwickelt. Aber sieht schon mal besser aus. Das ist immerhin gut. Ja, ich werde jetzt hier einfach an der Farm weiterbauen. Wollte ich eh noch machen. Mal sehen, ob ich da großartig was schaffe heute oder nicht. Da baue ich nur ein bisschen weg, damit ich da langlaufen kann. So, auf jeden Fall will ich mal wieder dafür sorgen, dass die Streams nicht so lang gehen. Die letzten waren nämlich allesamt wieder extrem lang. Ich hatte zwar auch mal wieder gesagt, naja, es kann ruhig mal länger gehen als immer nur 20 Minuten. Und da hatten wir dann auch schon ein paar mit 30, wo ich dachte, naja, das passt schon. Aber jetzt ist es wieder so übertrieben geworden, dass es dann gleich wieder mehrere über 50 waren. Und das geht halt nicht. Also ich kann nicht so lange für ein Projekt nur verstreamen. In der Zeit könnte ich zwei spielen, weißt du? Das ist dann eben jedes Mal das Problem. Und
deswegen würde ich das jetzt eigentlich in Zukunft eher nicht so machen wollen. Ja, ich probiere wieder den alten Standard hier, mich daran zu halten, damit das funktioniert. Okay, da geht das mal alles weg. So. Machen wir erstmal zu, so provisorisch. Jetzt sollte ich genug Platz haben, um erstmal mir was auszudenken. Und zwar, wie haben wir das gemacht? Ich brauche mal kurz einen Game Mode, irgendwas. Spectator ist ja eigentlich ganz gut. Okay, also direkt darüber waren wieder Teile. Ja, dann machen wir da Cobblestone hin. Ich an die Seite. Da muss ich eh noch ausbauen mit dem Zeug, genau. Aber hier hinten ja nicht, das sieht man ja nicht. Ja, ich mach mal Gamer Survival. Oh. Okay, so. Huch. Hier kommt das ganze Wasser rein. Das sieht man nicht. Genau. Und hier davor kommen ja Erdblöcke, gell? Also dahin. Genau, die dann eben bewässert werden. Alter, das ist so viel besser, gell? Jetzt habe ich einfach keine Lecks mehr. Das ist schon so richtiges Luxusgut geworden. Wenn man das vorher die ganze Zeit hatte und sich so dran gewöhnt hat, zwangsweise. So. Toll, wieso springe ich immer hier runter? Ich weiß ja eigentlich, dass das nichts wird. Ach so, ich muss ja rein. Und zwar ist hier die Wasserquelle. Aber wieso mache ich das immer so? Ich kann doch einfach so abkürzen oder eigentlich auch noch schneller über F3 und N. Dann gibt es ja auch noch diese andere Tastenkombination, aber die verwende ich irgendwie nie. Wo du da so durchscrollen kannst. Sehe ich immer nur bei anderen YouTubern, wie sie das nehmen. Aber keine Ahnung. Habe ich halt keinen Bock drauf. So, hier erstmal 3 hin. 3 hoch ist auch richtig. Ah ja, da kommen ja wieder die Glowstones hin. Stimmt, und das Zeug. Genau, hoffentlich schaffe ich es mal heute schon die Wände auszubauen. Achso, das ist ja falsch. Da braucht man auch gar nicht viel. So, gell? Ich baue mal das weg. Komme ich besser hoch? Habe ich mich, glaube ich, vorhin eh nur versetzt, was den Block angeht. Okay, das weg. Dann brauche ich schon wieder 9 Pistons. Und dann noch irgendwas. Ist natürlich wieder clever gewesen, dass ich meinen Redstone rausgetan habe. Ansonsten sollte ich auch mal immer Bretter dabei haben, ein bisschen mehr. So. Dann brauche ich doch aber noch Observer. Kann ich nur 7 machen. Aber wir haben ja reichlich Koppel. Daran scheitert es echt nicht so schnell.
So. Ich lasse noch mal was hier, was wir nicht brauchen vielleicht. Einmal das können wir stacken. Wo ist ein Holz hier? Genau, das da rein. Ich weiß eh nicht, warum habe ich hier die Pfeiltüren dabei. Das hatte doch safe irgendeinen Sinn. Also muss es ja. Ah, hier, das kann ich stacken. Und sonst wollte ich, glaube ich, noch Erde loswerden. Ja, zumindest einen Stack. Warte mal, wieso habe ich jetzt 16 Beobachter gemacht? Oh nein, ich habe 7 gemacht und dann nochmal 9. Och nee. Das ist ja dumm, aber gut, auf der anderen Seite werde ich eh noch welche brauchen, denke ich mal. Denn ich habe ja durchaus vor, weitere Farmen zu bauen. Jetzt müssen wir auch hier hoch auf der Seite. Ah, geht ja genauso, gell? Okay. Müssen die hier hin? Nee, hier warte, müssen die Pistons, genau. Und dann die Observer. Geht das, wenn ich die so platziere? Ja. Ich kann die auch ja so machen. Na gut. Weg. Auf welche Höhe muss das Redstone? Ich vergesse es immer wieder. Okay, auf die Höhe vom Observer. Ich denke irgendwie manchmal einen drunter, aber das ist ja so sinnlos. Ah, ich weiß, warum ich die Falltüren dabei hatte, damit ich hier kriechen kann, ne? Das kann man auch so machen. Moment. Ja. Das passt. Und hier ist es eh easy. Gut. Dann könnten wir hier schon die Decke reinziehen. Na gut, was heißt schon, ne? Wird langsam Zeit. Aber ja, bis hierhin geht der Berg. Da würde ich jetzt nicht noch übertreiben. Also machen wir mal das so. Oder ich könnte eigentlich auch Tageslicht einfallen lassen. Dass wir hier zumindest oben ja, Glas nehmen. Genau. Na gut, dann plane ich das mal so. Ne, warte, hier müssen wir wieder zubauen. Ja, da kommt der Zipfel ja mal weg. Okay, was ist jetzt da falsch gelandet? Na toll. Oh nee, Junge. Und dann können wir hier ja, ich mache einfach hier das so. Okay.
dahin. Habe ich kein Glas mehr auch, bitte nicht. Alles fehlt, weißt du. Vielleicht sind hier noch drei Blöcke, auch 29. Ich glaube, das reicht ja sogar. Und ich beschwere mich. Naja. Ach nee. Alter, war aber knapp. Okay, hier, das müssen wir jetzt alles verkleiden. Genau. Dann von innen noch das Zeug verkleiden. Es wird die nächste wichtige Sache. Hier können wir ja mal dieses Ding von vorhin nachbilden ein bisschen. Ach du Scheiße. Wie die Blöcke hier schon teilweise unsichtbar sind. Alter, ich habe ja eine richtig schöne Kante hier reingezogen. Ah, Scheiße, wenig Erde. Ah gut, da werde ich mal was los. Von meinen Vorräten. So, wie gehe ich das an? Hier leuchten wir mal aus. Die Ecke baue ich ja nicht zu. Nur von innen halt die Wand ziehe ich rein, das ist klar. So, jetzt ist es grundsätzlich verkleidet erstmal. Na, ich hoffe, das kriegen wir hin hier. Dass das etwas besser aussieht. Huch. Okay. Ja, hier können wir irgendwie anfangen, jetzt weiter zu verkleiden das Ganze. Ah, da brauche ich ja schon wieder einen neuen Deep Slate. Wie machen wir das überhaupt hier? Mit der Wand und allem. Ja, wahrscheinlich hier werde ich Deep Slate halt nehmen. Ja. Dann immer so rüber. Aber da brauche ich erst neue Materialien.
Vielleicht mache ich da noch eine Fackel hin. Okay. Ja, dann logge ich mich erstmal hier aus. Ich will nicht das zu lange übertreiben. Jetzt haben wir 25 Minuten. Gleicht einigermaßen das aus, was ich am Anfang nicht hatte. Und genau, ich hatte ja gesagt, dass ich nicht so lange machen will. In dem Sinne, war's das und ciao.